In diesem Video stelle ich euch den Aeris Swapper vor. Herzlich willkommen bei Chairgo. Wir sind die Bewegtsitzer. Mein Name ist Kai Schmidt. Und wie ich schon oft erwähnt habe, ist langes, unbewegtes, starres Sitzen pures Gift für unseren Körper. Und deswegen bin ich sehr froh, euch heute eine Sitzgelegenheit vorzustellen, die genau perfekt zu unserem Motto, die Bewegtsitzer, passt, nämlich den Aeris Swapper, der es ermöglicht, dass ihr extrem bewegt arbeiten könnt. In diesem Video stelle ich euch den Swapper vor, in welchen Varianten es ihn gibt, wie er einzustellen ist und welcher Swapper für euch perfekt geeignet ist. So, was ist denn jetzt das Besondere am Aeris Swapper? Das sind zwei Punkte, die ihn so wahnsinnig beweglich machen. Das eine ist das bodennahe Gelenk unten am Fuß. Das bewirkt, dass egal in welche Richtung ich mich bewege, der Sitz oben entsprechend in die Richtung mitgeht. Und wenn ich jetzt am PC zum Beispiel arbeite, seht ihr, dann geht er mit nach vorne und ganz automatisch ist mein Rücken aufgerichtet und ich sitze extrem ergonomisch mit aufgerichtetem Becken, mit aufgerichtetem Rücken. Das wirklich Besondere ist aber die patentierte Federmechanik, die ihr hier unten seht. Und die bewirkt, dass ich mich eben auch in der vertikalen Auf- und Ab- permanent bewegen kann. Ich kann also, wie der Name schon sagt, hoch und runter swappen. Und diese Bewegung nach oben und unten, das ist so ähnlich wie eben beim natürlichen Laufen auch. Da wird permanent die Wirbelsäule immer wieder be- und entlastet. Die Bandscheiben bekommen genügend Nährstoffe dadurch und ich kann Verspannungen und Schmerzen perfekt vorbeugen und habe hier keinerlei Probleme mehr in diesem Bereich durch die permanente Bewegung, die ich dadurch bekomme. Und das geschieht auch ganz automatisch. Das macht richtig Spaß. Und durch die permanente Bewegung bin ich tatsächlich auch aktiver. Ich bin besser konzentriert, kann mich länger auf Arbeiten konzentrieren und habe dabei immer ein super gutes, angenehmes Gefühl. Tatsächlich hat das noch einen interessanten und schönen Nebeneffekt. Durch die zusätzliche Bewegung verbrenne ich ganz automatisch auch beim Sitzen deutlich mehr Kalorien als beim langen, starren, unbewegten Sitzen. Das kann am Anfang sogar dazu führen, dass ihr einen leichten Muskelkater bekommt. Aber keine Sorge, nach kurzer Gewöhnung ist der dann schon wieder weg. Und das zeigt ja auch, dass ihr euch eben bewegt. Perfekt passend dazu ist auch der Sitz leicht konvex geformt. Auch das hilft euch eben beim Sitzen, dass ihr immer in der richtigen Position sitzt, dass ihr immer aufgerichtet und ergonomisch richtig sitzt. Wie bei jedem ergonomischen Sitzmöbel müsst ihr natürlich auch den Swapper so einstellen, damit ihr perfekt auf ihm sitzen könnt. Das eine ist natürlich die Sitzhöhe. Dazu einfach hier an dem Ring greifen und dann könnt ihr ihn nach unten oder nach oben verstellen. Hier ist es natürlich wichtig, wie immer, dass ihr einen Winkel größer als 90 Grad zwischen Unter- und Oberschenkel habt, dann sitzt ihr ergonomisch richtig. Die zweite Einstellung hängt mit eurem Körpergewicht zusammen. Ihr könnt die Feder entsprechend eurem Körpergewicht anpassen, denn wichtig ist, dass wenn ihr hier drauf swappt, dass die Feder nicht durchschlägt. Und das könnt ihr hier ganz einfach an diesem Ring verstellen. Da ist auch eine kleine Grafik. Wenn ihr das nach rechts dreht, dann wird es entsprechend leichter. Dann besteht bei mir jetzt schon die Gefahr, dass es eben durchschlägt. Das wollen wir nicht, sondern dann in die andere Richtung nach links drehen. Und dann ist die Feder stärker gespannt und ihr könnt drauf rumswappen. Und die letzte Einstellung ist dann die seitliche Neigung. Das könnt ihr auch verstellen, je nachdem, wie weit sich die Achse eben nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts mit euch neigen soll. Wenn das eben am Anfang etwas ungewohnt für euch ist, wenn ihr euch das etwas weniger stark einstellen wollt, dann könnt ihr das hier unten machen. Diese Scheibe lässt sich auch drehen. Auch hier ist wieder eine Grafik mit drauf, in welche Richtung das stärker und schwächer geht.
und dann einfach in die entsprechende Richtung drehen. Ich persönlich mag es am liebsten tatsächlich, wenn diese Mechanik am weitesten offen ist, damit ich den vollen Bewegungsspielraum des Swappers auch ausnutzen kann. Den Swapper gibt es mit verschiedenen Federhöhen. Das hier ist die Standardfeder, das ist die High-Feder. Ich habe beide mal in die maximale Höhe gebracht. Und tatsächlich ist es so, dass auch für mich mit meinen 1,87 Meter und selbst für unseren Chef, der noch ein bisschen größer ist, die Standardfeder von der Höhe völlig ausreicht. Ihr seht, auch wenn ich hier hoch und runter swappe, der Winkel von Unterschenkel zu Oberschenkel ist bei mir auch dann immer größer als 90 Grad. Das ist ja ergonomisch wichtig. Das heißt, für mich ist die Standardfeder perfekt. Auch mit meinen 1,87 brauche ich nicht die High-Feder. Wenn ihr aber sehr groß seid, dann kommt die High-Feder natürlich in Frage. Oder auch wenn ihr den Swapper als Stehhilfe verwenden möchtet. Wobei dann gibt es im Aeris-Sortiment noch den Moveman, der ganz speziell als Stehhilfe konzipiert ist. Das wäre dann auch eine Überlegung. Bei der High-Feder gibt es zwei, drei Sachen zu sagen. Zum einen gibt es den Swapper mit der High-Feder ausschließlich mit Gleitern und nicht mit Rollen. Wo da der Unterschied ist, komme ich auch noch gleich zu sprechen. Aber den High gibt es wirklich nur mit Gleitern, also so, dass man ihn nicht rollen kann. Und der High ist von der seitlichen Auslenkung etwas geringer als die Standardfeder. Das heißt, wenn ihr den vollen Bewegungsumfang haben möchtet vom Aeris Swapper, dann würden wir euch die Standardfeder empfehlen, denn die ist seitlich deutlich flexibler als die High-Feder. Dann gibt es noch die Low-Feder, die nochmal etwas niedriger ist für sehr kleine Personen oder aber wenn ihr einen Schreibtisch habt, der sehr niedrig ist. Und als letzte Variante dann noch die Light-Feder für sehr leichte Personen bis 50 Kilo. Wenn ihr überlegen solltet, den Low oder den Light zu nehmen, weil vielleicht ein Kind drauf sitzen soll, dann habe ich noch eine andere Empfehlung für euch. Es gibt den Swapster von Aeris, der ganz speziell für Kinder entwickelt ist, der eben deutlich kleiner ist und für leichtere Personen. Der ist dann wirklich perfekt für Kinder zugeschnitten. Beim Sitzbezug vom Swapper habt ihr auch eine riesige Auswahl. Es beginnt bei schwarzem Kunstleder, das ist unsere günstigste Variante. Dann unser Klassiker Mikrofaser, das sind auch diese beiden hier. Da habt ihr 5 verschiedene Farben zur Auswahl. Es gibt 2 verschiedene Wollmischstoffe. Einmal den Capture, der etwas meliert ist und den Select, der eher unifarben ist. Dann gibt es noch Filz als besonders wohnliche, warme Variante, perfekt zum Beispiel für euer Wohnzimmer. Dann gibt es noch die Premium-Variante in Echtlederschwarz. Und dann gibt es den Air. Der Air ist etwas anders als die anderen Swapper, denn zum einen hat er ein besonders atmungsaktives Meshgewebe und auch der Sitzaufbau ist tatsächlich anders als bei den anderen Swappern. Er hat da 5 Spezialschichten, die dafür sorgen, dass er eben besonders gut belüftet ist, aber er ist auch etwas weicher als die anderen Swapper. Das heißt, er ist besonders gut für Menschen geeignet mit sehr stark ausgeprägten Sitzhöckern, die auf einem normalen Polster vielleicht Probleme bekommen und Schmerzen haben. Für die ist der etwas weichere eher sehr zu empfehlen. Ihr könnt den Swapper in 3 verschiedenen Gestellfarben haben, in Weiß, Schwarz und in Grau. Und ihr könnt auch die Federfarbe bei vielen Swappern bestimmen. Entweder ist die Federfarbe gleich mit der Gestellfarbe, wie bei meinem Swapper jetzt hier, oder aber ihr könnt wählen, dass die Federfarbe gleich dem Sitzbezug ist. Und wie ihr bei den beiden Beispielen auch schon seht, das ist nochmal optisch echt ein Highlight. Mir gefällt das richtig gut und macht den Swapper nochmal optisch richtig interessant. Den Swapper gibt es mit Rollen und mit Gleitern. Ihr solltet euch unbedingt vorab Gedanken machen, welche Version die richtige für euch ist. Denn ein Umrüsten ist nachträglich nur schwierig möglich, da der komplette Fußring getauscht werden muss. Die Version mit Gleitern, auch wenn der Name suggeriert, dass man gleiten könnte damit, das ist nicht der Fall. Diese Version ist fest an einem Punkt. Wenn ich woanders hin möchte, muss ich ihn auch wirklich hochnehmen.
Gleiter deswegen, weil hier unten drunter so Kunststoffgleiter sind, die verhindern, dass der Metallring euren Boden beschädigt. Dann gibt es noch die Version mit Rollen. Die ist natürlich besonders ideal geeignet, wenn ihr den Swapper auch mal an unterschiedlichen Arbeitsplätzen verwenden wollt oder wenn ihr eben beim Arbeiten euch auch mal bewegen wollt. Da gibt es aber zwei wichtige Infos dazu. Ihr braucht keine Angst haben, dass der Swapper mit Rollen euch beim Swappen irgendwie davonrollt, dass das irgendwie unsicherer wäre. Denn der Swapper mit Rollen hat hier unten einen Stopper, hier. Und wenn ihr euch auf den Swapper setzt, dann blockiert dieser Stopper und ihr habt keine Angst, ihr braucht keine Angst haben, dass euch der Swapper auf einmal davonrollt. Dieser Stopper, den gibt es dann auch in zwei verschiedenen Varianten. Einmal für harte Böden, einmal für weiche Böden. Sind natürlich auch mitgeliefert, je nachdem, welchen Boden ihr also habt. Die zweite Sache mit den Rollen ist die, dass wenn ihr aufsteht, automatisch die Rollen gebremst sind, damit der Swapper eben nicht aus Versehen irgendwo hinrollt. Das heißt, wirklich rollbar ist er mit leichtem Druck. Wenn ihr euch wirklich draufsetzt, blockiert er. Und auch wenn niemand draufsetzt, blockiert er. Bei leichtem Druck könnt ihr ihn aber problemlos überall hinschieben, wo ihr wollt. Was ist unser Fazit zum Aeris Swapper? Der Swapper ist ein unglaublich flexibles Sitzmöbel. Flexibel zum einen natürlich durch diese einzigartige patentierte Federtechnologie, mit der ihr besonders bewegt, gesund und ergonomisch arbeiten könnt. Und zum anderen flexibel aber durch die riesige Auswahl, verschiedenste Farben, Stoffe, Gestellfarben, Federfarben, Sitzhöhen. Es gibt auf jeden Fall den perfekten Swapper für euch. Wir können auf jeden Fall den Swapper auf ganzer Linie all denjenigen empfehlen, die auf der Suche sind nach einem Sitzmöbel, das etwas mehr Bewegung einfach in den Arbeitsalltag bringt, um dadurch aktiver und gesünder zu arbeiten. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt sie wie immer sehr gerne unter dieses Video in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder abonniert direkt unseren Kanal. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, viel Spaß beim Swappen und bis zum nächsten Mal. Euer Kai von Shergo.